16. Es schneit. Es ist verdammt kalt. Und die Nacht war ruhig unter Metalle und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, dieses Mal bin ich ein bisschen schlechter vorbereitet wie die letzten Male. Ich habe nämlich nach der letzten Folge, so habe ich gesehen, nicht notiert, was wir an welchen Stellen noch zurückgelassen haben. Deswegen mache ich hier mal ein bisschen A Cappella Playing. So, hungrig, traurig, müde. Hungrig, krank, traurig. So, Anton, dann würde ich mal vorschlagen, du bastelst uns mal ganz schnell einen Filter. Boah, es ist echt scheiße kalt. Das muss man einfach mal so sagen. So, dann gucken wir mal, was wir hier so alles reintun können. Okay. Wo habe ich denn das ganze Fleisch dann gelassen, bitte? Ich glaube, am Ende von der letzten Folge war ich beim Militärposten und habe da quasi nichts wirklich rausbekommen. Ich frage es, wo habe ich den ganzen Kram gelassen? Ich habe es mir, wie gesagt, nicht aufgeschrieben. Habe ich das dann einfach beim Militärposten gelassen? Oh. Naja, wir werden das schon irgendwie machen. Ach, herzlichen Glückwunsch, der Händler. Na, sowas aber auch. So. Können wir noch irgendetwas herstellen? Können wir ihm überhaupt irgendetwas geben? Eigentlich nicht wirklich. Ich könnte ihm vielleicht die Axt anbieten. Ich glaube, Holz hatten wir noch genug hier und da rumliegen, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, so mega lange kann der Krieg ja nicht mehr gehen. Ich habe ehrlich gesagt nichts wirklich, was ich ihm anbieten könnte. Tja. Die Axt möchte ich ungern anbieten. Eine Axt? Junge, Junge, du willst noch nicht mal eine Axt gegen eine Kräutermedizin tauschen. Franco, Franco, du bist aber... Hast das Gehirn aber heute zu Hause vergessen. Eine Axt im Winter ist Gold wert, mein Lieber. Ich fürchte, dann werden wir nicht ins Geschäft kommen. Weißt du was? Dafür kannst du erstmal hier schön vor der Tür stehen bleiben, wie ein Dummer. Könnten wir irgendwas bauen? Wir könnten eine Schaufel bauen. Ein Radio wäre eigentlich auch nicht schlecht. Zwei davon. Das haben wir bestimmt noch irgendwo rumliegen. Ich sollte eigentlich mal ein Radio bauen. Eigentlich sollte ich das machen, ja. So, können wir vielleicht schon mal mehr Brennmaterial herstellen? So, wie gut
dass wir in dieser Station auch einfach nur Brennmaterial herstellen können. Das ist ziemlich praktisch. Na, Händler? Warten wir. Das ist natürlich dumm gelaufen, ne? So, ich verwandle mal den ganzen Rest auch noch. Tag. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Kannst auch noch mal einen Filter bauen. Dass das jetzt kein guter Tag ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, wir beenden mal den Tag. Der Supermarkt und das Doppelhaus sind neu. Das Bordell ist auch neu. Das Lagerhaus ist auch neu, aha. Tja, wo gehen wir hin? Ich gucke mal gerade auf meine veraltete Liste. Da steht zum Beispiel drauf, dass wir noch bei der Autowerkstatt ein paar elektrische Teile haben. Okay, ich würde sagen, Anton übernimmt die Wache und mit Arika gehe ich zur... Natürlich. Natürlich. Warum wusste ich das irgendwie? Oh, das Reisebüro. Das Reisebüro. Das könnten wir uns eigentlich mal just for fun angucken. Wisst ihr was, wir gehen heute Nacht mal zum Reisebüro. Anton übernimmt die Wache, Arika, mit der gehen wir plündern. So, was safen wir? Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Oh, jetzt bin ich voll ins Mikro gekommen. So. Dann öffnen wir hier mal unseren Loothaufen. Und dort tue ich mal alles außer die Axt rein. Was habe ich da jetzt alles reingetan? Genau, die Axt nehme ich mal gerade mit. Hier haben wir einen Geröllberg. Da sitzt jemand. Aha. Ich habe ja richtig viel Looten, leck mich am Arsch. Was haben wir hier denn? Eine Leiche. Eine furchtbar zugerichtete Leiche. So, wir bringen den Kram erstmal zurück in unseren Loothaufen.
Elektrische Teile. Ja. Können wir unten nicht irgendwie hin? Gut, ich würde mal vorschlagen, wir fangen an zu wühlen. Arika hat gerade eh nichts Besseres zu tun. Wir müssen mal diesen Schutthaufen hier beseitigen. Eine Schaufel haben wir leider nicht. So zwei elektrische Teile wäre noch ganz nice. Die da hinten lassen es sich gut gehen. Können sie von mir aus machen. Wir werden hier drüben wahrscheinlich unsere Ruhe haben, denke ich mal. Hier dürfte uns eigentlich nichts passieren. Ich hoffe, Arika schafft das überhaupt. Mädel, gib Gas. Oder war es doch schon um 4 zu Ende? Ich weiß es gar nicht. So. Kühlschrank. So, was haben wir denn hier drin? Hier sind doch bestimmt zwei elektrische Teile drin. Hier ist ein Stück Holz, dann wollte ich mich verarschen. Ich habe es wegen einem Stück Holz das Ding hier weggebuddelt. Ernsthaft. Das ist ein Witz. Ich brauche etwas frische Luft. Kann ich irgendwann jumpen? Das ist ruhig. Ja, und ich beobachte dich, du Lutscher. Schade, ich hatte gehofft, die geht jetzt weg oder so. Wurf, der geht jetzt weg, der Gute. Das macht er aber nicht. So, den Kram lasse ich mal hier. Tja, mehr können wir hier aktuell nicht machen. Schade, schade, schade. Tag 17, der Winter ist immer noch da und ist hart. Aber Anton lebt noch, das freut mich. Die Nacht war ruhig und Anton geht es besser. Das ist doch super, super, super. Also Anton, du isst erstmal was. Raucht die gerade eine? Wieso raucht die gerade eine? Ich habe doch gar keine Zigaretten. So, komm her, schmeiß das Ding an. Anton geht in die Haie. Mein Magen knurrt. Also ich hoffe, die Falle, die wirft bald mal was ab. Das wäre sehr praktisch. So, tue hier gerade noch mal was drauf. So. Dann warten wir mal ab, ob heute jemand zu Besuch kommt. Ich glaube es ja nicht. Gestern der Händler kam, wird heute wahrscheinlich keiner kommen. Ich
guck mal auf meinen veralteten Notizzettel. Stand da noch drauf, dass wir irgendwo Fleisch hatten? Hatten wir nicht noch was? Zerstörter Wohnblock. Da steht zweimal Fleisch und einmal Dünger. Ist das noch aktuell? Ich weiß es gar nicht. Könnte mal nachschauen. Ach ja. Wir haben die Bürgerkriegsphase überstanden. Auch wenn wir 2 von 4 Leuten dabei verloren haben. Ich hoffe, wir verlieren im Winter keinen mehr. Und nach dem Winter dürfte das dann auch hoffentlich überstanden und geschafft sein. Wenn auch mit einigen Verlusten. Alter, wie schnell das hier wegbrennt. Wie schnell das hier wegbrennt. Ah, sie ist wach, okay. Also dafür, dass Anton, der gute Mathematiker, das hier nachgefüllt hat, dauert das jetzt irgendwie mit am längsten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, wir machen mal ein bisschen mehr Brennmaterialien. Vielleicht noch ein bisschen Wasser herstellen. Ja, kann ich tatsächlich. Ich könnte sogar einiges an Wasser herstellen. Alter, kann ich viel Wasser herstellen. Erstmal Unmengen an frischem, sauberem Wasser herstellen. Warum nicht, wenn man es kann? Einfach mal machen. Ein guter Tag. Jetzt hört doch mal auf damit, meine Güte. Hier kannst du noch einen Filter bauen. Ach, wisst ihr was? Wir bauen noch einen. Wir werden der neue Filter-Hauptlieferant von... Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich weiß es nicht. Es wird kalt. Ach, jetzt auch schon gemerkt. Leck mich am Arsch. Es wird kalt. Ne, sowas aber auch. Na komm, hier passiert nichts mehr. Zerstörter Wohnblock, etwas Lebensmittel. Gut, wenn das da steht, wird das wohl stimmen. Wir gehen mal in den zum zerstörten Wohnblock. So. Wenn noch ein bisschen Essen ist, dann nimm was mal gerade mit. Ist da sonst gar nichts mehr? Könnten wir das Ding jetzt theoretisch komplett leer looten? Okay, ich würde mal sagen, ich schnappe gerade mal meinen Kuli und streiche das hier, Sekunde, komplett durch. Beim zerstörten Wohnblock ist nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Erstmal hier dick und fett übertrieben durchstreichen. So, die Nacht war ruhig, sehr gut. Und Anton geht's gar nicht gut. Anton ist schwer krank. Er sollte jetzt auf jeden Fall die gute Medizin nehmen.
Oder warte mal, Anton, leg dich hier mal am besten ins Bett. Was tust du denn da unten? Hallo? Du kannst mir hier Feuerholz reinlegen. So, und dann bringst du ihm mal die gute Medizin und gibst sie ihm. So. Sehr gut, dass jetzt die Falle fertig ist. Dann können wir hier auch gleich mal nachfüllen. So, einmal Dünger haben wir noch. Dann rein damit. So. Wir brauchen noch zweimal. Ja, habe ich jetzt echt keinen. Verdammt, ich hätte mehr. Hä, wieso? Verdammt. Zweimal. Ich kann nur noch einmal her. Verdammt, ah, ich hätte gerne Doppelmahlzeit gemacht. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich jetzt blöd. Es wird kalt. Ja, danke, das sehe ich selber. Geh du erstmal pennen. Mal gucken, ob heute jemand kommt. Krank, wir brauchen Medikamente. Ich bin am Überlegen, ob ich mit dem Messer ins Reisebüro gehe und mir die Typen da vorknüpfen soll. No risk, no fun. Ich glaube, das mache ich. Hungrig, schwerkrank, traurig. So, ich warte gerade noch, bis Arika ihre Müdigkeit überwunden hat. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. Ich würde hier gerne noch Feuerholz nachlegen. Ach verdammt, wir haben ja keins mehr, oder? Shit. Shit, shit, shit. Da muss ich blöderweise ein paar Schrauben verballern. Aber Feuerholz ist wichtig. Dann würde ich sagen, ziehst du dir das noch rein hier gerade. Du musst gut gestärkt in die nächste Nacht gehen. Du bist traurig. Wieso bist du traurig? Schwerkrank.
Tja, wer braucht schon eine Wache? So, wir lassen Anton mal die Axt da, damit er sich ein bisschen verteidigen kann. Und wir gehen los ins Reisebüro. So, ich tue immer alles rein, außer das Messer, das nehme ich mal mit. So, jetzt geht's los hier. Gehen wir oben rum. Da steht jemand mit einer Waffe. Scheint so. Ach, ist das nicht das, wo die Geisel da ist? Okay, wir beobachten mal die Situation. Geht der auch mal weg? Kann ich mich von hinten anschleichen und den wegsnacken? Jemand rum. Der hat definitiv eine Waffe. Oh shit. Hallo? Mach die Tür zu. Da unten ist gerade noch eine Tür zugegangen. Das sind mehrere. Du sollst das nicht untersuchen. Der ist die Leiter runtergeklettert. Shit. Da kann ich nicht hin. Der sieht mich dann. Verdammt, der sieht mich dann, ja. Wenn ich mich hier hinstelle, sieht er mich und schießt sofort auf mich. Boah, ich jetzt fast einen Fehler gemacht. Ich könnte versuchen, hinter dem runter zu klettern. Wie geht der jetzt denn hin? Der geht jetzt da rein. Okay. Bereit. Jetzt geht er dahin, will er mich verarschen? Junge. Jetzt steht er da unten. Komm hier hin. Komm schon, komm hier hoch. Hätte ich das gewusst, dass er erstmal dahin geht, hätte ich mich da unten versteckt. Jetzt komm doch hier hoch. Jetzt steht der da die ganze Zeit. Ich fass es nicht. Oh, jetzt kommt er. Komm. Komm, geh jetzt hier die Treppe hoch. Du möchtest doch nach der Geisel gucken, oder? Du möchtest doch nach der... Jetzt guckt der nicht mehr nach der Geisel. Ich werd verrückt. Was macht der denn da? Jetzt steht der da. Das gibt's doch nicht. Das wird nichts, ich muss abhauen. Ich habe es echt drauf spekuliert, dass der hier nochmal hochkommt und nach der Geisel schaut.
ist jetzt gleich verschwinden. Okay, komm, er kommt. Komm schon. Nice. Komm, plünder und dann weg. Dankeschön. Und ich bin weg. Gib Kelle, Arika. Na komm. Beeil dich. So. So, was nehmen wir mit? Eine Pistole mit 8 Schuss. Das ist ja höchst interessant. Ich nehme diesen Kram mit und diesen Kram lasse ich hier. Ja, ich glaube, so mache ich das. Und ich glaube, nach dieser Nacht, also wenn ich gleich zurückgehe, werde ich die Aufnahme auch beenden. Ist die Folge zwar ein bisschen kürzer, aber wir haben immerhin was geschafft. Wir haben hier einen Geiselnehmer im Reisebüro erledigt. Ich glaube, insgesamt sind es 3 Stück, so wie ich es ausmachen konnte. Einer in der Mitte beim Kühlschrank, einer etwas weiter unten und der eine hier oben direkt beim Geiselraum. Und den einen haben wir ermordet. Zu Recht, möchte ich anmerken. Zu Recht, ein böser Bub war das. Der hat es nicht anders verdient. So, das lassen wir hier. Und den Rest nehmen wir mit. Also, eigentlich könnte ich die Pistole und eins der Messer vertauschen. Ich brauche das ja eigentlich nicht. Da wird bestimmt richtig geile Medizin bei rumkommen. Okay. Ich hoffe, Arika ist es nicht zu deprimiert, dass sie jemanden töten musste. Aber da muss sie durch. Krieg ist Krieg. Und wir sind bei Tag 19 und der Winter ist immer noch mit voller Härte da. Und Anton, geht es besser? Es war keine gute Nacht. Aha. Hä? What the fuck? Was ist das denn für eine Meldung? Wir haben nicht gut schlafen können, weil Anton die ganze Nacht geschluchzt hat? Es war doch keiner hier. Anton war doch alleine. Wie kann sich denn jetzt bitte Arika beschweren, dass sie nicht durchschlafen konnte, wenn sie die Nacht gar nicht da war? Anton war hier alleine. Ach, und Arika ist deprimiert. Was willst du machen? Naja, mal gucken, wie die Nacht dann beim Laden verläuft. Könnte ja sein, dass es besser oder sogar schlechter kommt. Das haben wir ja schon gemerkt. Ja, Tag 19, der Winter ist immer noch nicht überstanden. Ich hoffe, der geht mal bald vorbei. Und mal gucken, was sich noch beim Reisebüro entwickelt. Wir werden auf jeden Fall noch öfters dahin gehen. So viel kann ich sagen. Na, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge This War of Mine. Haut rein, bis dann. Ciao.